Siebter Spieltag in der Regionalliga West. Der SV Rödinghausen empfing die Zweitvertretung von Borussia Dortmund. Das Duell Tabellensechster gegen den Vierten. Die Gastgeber mit dem besseren Start. Sechste Spielminute, Dennis Engel mit dem 1:0. Ein absolut sehenswertes Tor. Doch der BVB keineswegs geschockt. Neunte Spielminute, Freistoß aus gut und gerne 25 Metern. Massimo Ornatelli lässt Niklas Heimann im Rödinghausener Tor absolut keine Chance. Und die Schwarz-Gelben wollten jetzt direkt mehr. Julian Schwermann mit einem echten Distanzhammer. 18. Minute, 1:2, Spiel gedreht. Eine irre Partie, gezeichnet vom Hin und Her. Halbe Stunde gespielt, Franz Pfanne, wieder Rödinghausen, der Ausgleich. Und auch in Durchgang 2 nahmen sich beide Teams nichts. 62. Spielminute, Freistoß Ornatelli und Sören Diekmann steigt am höchsten, die erneute Führung für die Gäste. Was folgt, ist eh klar. Die Hausherrin weiter unbeirrt, nur 9 Minuten später das 3:3 durch Björn Schlottke. Den Schlusspunkt dieser irren Partie setzten dann jedoch die Gäste. Nur 2 Minuten nach dem 3:3 ist es Josef Boyamba. 3:4, ein Wahnsinnsspiel. Mit dieser Niederlage rutscht Rödinghausen zurück auf Rang 8, Dortmund 2, jetzt Fünfter.